Okay. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen schlief, aber. Ah ja, komm, ich nehme den mit. 30. Hinter 3. Sorry. Ja, so viel jage ich jetzt nicht, dass ich 30 Pfeile hoffentlich brauche. Hoffe ich auch nicht. Das wäre ein bisschen hardcore. Oder komm halt. Wir sind, glaube ich, hier gleich in der Nähe vom Wald. Genau, schau. The Wood. Ja, ist mir wurscht, hau ich alles um. Danke fürs Nachhalten. Ja gut, es gibt mir hier Schwierige 150 oder so, oder? Ich glaube, ja, ich brauche hier noch zwei Viecher und das war's. Mann, ich würde jetzt gern dort sein. Im Wald beim Regen? Ja. Richtig gut ist das. Unangenehm. So nach Waldboden, Schwammerl und so. Und bei den Temperaturen, da kühlt es dann ein bisschen auf, aber nicht. Nein, im Wald ist sicher schön kühl, verhältnismäßig. Ja, aber wenn es warm ist und regnet, das ist so schön. Das ist ja angenehm. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwo bei irgendeinem Video oder so erzählt habe, aber. Ich habe hier gleich schon mal im Wald sein. Nein. In der Berufsschule haben wir so einen Hof gehabt, einen Raucherhof. Da war ein Teil davon, ein kleiner Teil überdacht. Da waren dann, der war immer bummvoll, wenn es geregnet hat oder im Winter, wenn es geschneit hat. Und halt eben einen Garten und so. Ja, und ich habe in der Berufsschule eben gesagt, habe zu einer Kollegin, dass ich halt gerne im Regen tanze. Ja. Und sie hat mir nicht geglaubt und dann hat sie gesagt, naja, wenn sie im Regen einen Tanz aufführt, einen Regentanz, dann kriegst du ein paar Kick von mir. Also schnell hat es gar nicht geschaut, schauen können, was ein paar Kick ist. 150 haben wir schon einmal. Sehr scheiße. Schau, wie viele Aufgaben da gibt. Den Hasen verschießen. Fleisch theoretisch ist ja wurscht, die wollen einfach nur Fleisch haben. Vermögen. Ich bin schon eingerottet. Die Hasen hasse ich. Den Hasen hasse ich. Dann glitscht du noch durch den Baum durch. Oder in den Baum rein. Ja. Na. Naja gut, das bringt halt nicht viel, ne? Wie viel? 31. Ein Reh wäre noch nice. Hasen brauchst du 100. Ja, aber die kann ich nicht mehr, die muss ich überall hin wo bringen, weißt? Die Quest da, was ich machen muss mit der Jägergesellschaft und mit dem... Konzentrier dich lieber. Ja, die mache ich später, die Quest. Okay. Das ist die, was ich offscreen herrichte. Ja. Normal müsste ich ihn da schießen. Schnapp ihn dir! Der Hasen meinen ewigen Erzfeind. Danke, Chef. So. Sieger. Maximal zwei noch. Oder Brapa kriegt den Hasen. Warte mal, ich hab schon über 200 Fleisch. Ich habe jetzt Hasenfleisch 62. 62 und 149 Hirschfleisch. Karte zurück.
Da ist die Frage jetzt, wo war das Fleisch? Da. Oh, da steht 62. Ja, ich habe das, die anderen Hirschfleisch habe ich in der Tasche vom Pferd. Ach so. Ja. Okay. Das drüben weg. Das nehme ich da wieder weg. Nein! Nicht da unten drücken. Was ist drückt? Ja, auf die nächste Seite dann wieder. Also ich glaube nicht die unten, wenn du unten drückst, dann das Stream zu. Ja, genau. Nein, nur die Seite habe ich verwechselt. Rindfleisch haben wir auch noch. Das geben wir auch, ja. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Fleischi. Hier ist es. Gut. Falls es wirklich dazu kommt, dass wir die Mauern stürmen müssen, dann wenigstens mit vollem Bauch. Ach, und hier etwas für deine Mühen. Alles Gute. Dankeschön. Ja, danke. Das Hirschfleisch konservieren. Lohnt sich jetzt absolut nicht, das lernen wir dahin. So. Jetzt müssen wir uns nach einem Bier umhören. Aber die Köhler müssen wir auch noch fragen. Ja, fragen wir mal wegen einem Bier. Dann gehen wir nach Sasau. Wer da braucht, der einen Pfarrer oder was weiß ich. Oder nein, der braucht das. Merhoyet hat er gesagt. Ich weiß nicht mehr. Dings. Warne, oder wie heißt's? Warnig? Nein. Das ist was anderes. So, die Quest nervt mich. Nein, das ist nicht. Die Quest da unten nervt mich. Da. Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Ich bin draußen mit dem Wagen gestanden. Ja. Wie steht es um dich? Was soll ich sagen? Hab schon bessere Tage gehabt und bete, dass ich sie wiedersehe. Ja, dafür beten wir alle. Dann viel Glück. Okay. Gelobt sei Jesus Christus. Andreas, in Thalmberg ist das Bier aus und die Waffenknechte fangen an zu murren. Könntest du welches hinschicken? Könnte ich. Nur springt dabei nichts für mich raus. Rein aus Interesse, wem zahlst du eigentlich deine Steuern? Soll ich etwa Thalmberg welche zahlen, dem alten Divisch? Als Herr Havel von Waldeck der Herr hier war, konnte ich mich rauswinden. Und seitdem wurden nie welche eingetrieben. Im Augenblick kampieren drei hohe Herren bei Thalmberg. Und einer von ihnen könnte sich sehr für deine Steuerschuld interessieren. Sicher würde er deine Steuern in Form von Bier eintreiben wollen. Hm, wenn du das so sagst. Ich hätte ein paar Fässer, die ich euch schicken könnte. Allzu viel büße ich dabei nicht ein. Das Bier hält sowieso nicht mehr lange und ich müsste es wegschütten. Vergiss nicht, wenn du sie damit vergiftest, landest du am Galgen. Die Männer werden es schon schnell genug wegsaufen. Außerdem, bei dem ganzen Kohl, der gefressen wird, kommt niemand auf die Idee, dass sie die Scheißerei dem Bier zu verdanken haben. Ich werde die Fässer sofort verladen und richte den Herren meine Grüße aus. Ich überbringe ihnen mein bestes Bier als Geschenk. Irgendwas Gutes wird dabei schon für mich herausspringen. Ja. Jetzt wollen wir den Quartiermeister auch noch berichten davon. Ja, das mache ich jetzt aber nicht. Gehen wir daher, da fragen wir auch noch einmal nach Bier.
Und da können wir gleich den Matthias und so fragen und den Fritz, was mit den Wahnsinnigen los ist. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Herr Ritter? Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Nach Thalmberg? Warum? Ach, ist mir eigentlich egal. Mein Bier ist knapp und ich habe kein Fass übrig. Frag später wieder oder irgendwo anders. Mach's gut. Das wundert mich nicht. Betty hatte immer geschickte Hände. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor. Der furchtlose Felix. Wollte ich immer stehen, aber da habe ich mir gedacht. Hey, was ist denn mit dir passiert? Das Kloster will Geld von euch. Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Wie du meinst. Ich brauche etwas Hilfe. Ich bin hier... Der Vogt, hm? Wie gefällt es dir hier in der Mühle, Fritz? Bestimmt besser als in der Mine. Hier ist es schlimmer als in Scarlet. Dort konnte man sich hin und wieder aus dem Staub machen. Aber hier... Warum aus dem Staub machen? Hier gibt es keinen Wendel. Nein, aber der Vormann hier ist ein noch größerer Arsch. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Plötzlich schubst mich dieser Hundskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Verstehe. Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal, aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Ich habe mit ihm geredet und fand ihn ganz in Ordnung. Versuch mal mit ihm zu arbeiten. Er ist eine hinterlistige Schlange und ein Großkotz. Du solltest sehen, wie er sich rausputzt, wenn er mit Lorenz würfeln geht. Wer ist Lorenz? Auch ein Gehilfe? Ja, aber bei der Nachbarmühle. Man nennt ihn den Zaunkönig, weiß der Teufel wieso. Thomas geht dort zum Würfeln hin. Was ist mit den anderen hier? Sind die auch so schreckliich? Der Müller ist ein alter Narr. Er glaubt Thomas jedes Wort. Es ist hoffnungslos. Dann wäre da noch seine Tochter. Sie ist ein hübsches Mädel mit einem guten Herz. Aber was kann sie schon tun? Nichts. Aber das hält Matthäus nicht davon ab, ihr den Hof zu machen. Wie auch immer. Thomas ist die Wurzel allen Übels. Glaubst du, er ist eifersüchtig? Ist sie seine Liebste? Vielleicht macht er ihr schöne Augen, aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine, aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also vor? Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbleuen. Ich meine so richtig. Und du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja, vielleicht. Wieso überredest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wir könnten ihn zu Lorenz locken, auf eine Partie würfeln. Dann müsste er durch die Wälder... Ich denke darüber nach. Lebe wohl. Ja, dann noch. Herrje, was hast du getrieben? Gearbeitet. Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Hast du mit Fritz geredet? Ich wette, so hat er es nicht ausgedrückt. Ja, nicht ganz. Abgesehen von Thomas' Namen gab er fast nur Schimpfwörter von sich. Das glaube ich sofort. Die ganze Woche schon muss ich mir das anhören. Der Vormann ist aber auch ein Quälgeist.
Er will uns entweder zerschinden oder zwingen zu gehen. Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre. Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein, er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden. Die Mühle ist stark heruntergekommen. Aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Oder wir haben ihn verschwinden lassen, ne? Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt. Er ist ein Arsch. Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Das wiederum bringt Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und... Das hätte ich nie von ihm gedacht. Tja, fang hier an, dann wirst du schon sehen. Und was tut er den lieben langen Tag? Packt er mit an? Der war gut. Er beobachtet immer nur alle und fasst die Säge nur an, wenn der Müller auftaucht. Was nicht allzu häufig vorkommt. Warum? Neulich hat er sich fast den Daumen mit einem Meißel abgehackt. Eine Axt würde ich ihm auch nicht in die Hand drücken. Er ist also ungeschickt und arrogant. Das habt ihr auch über euren letzten Vormann Wendel gesagt. Ja, aber bei ihm konnten wir uns zumindest ab und an mal vom Acker machen. Das geht hier nicht. Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weilchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön, ich rede mit ihm. Red nochmal. Danke. Aber mach ihn nicht sauer, sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Alles Gute. Glück und Gesundheit. Da schaut dich schon so aus. Lorenz aus Budin lässt ausrichten, dass er heute Abend Zeit und Groschen hat. Lorenz aus Budin? Der Zaunkönig. Du hast mit Peschek, dem Müller, zu schaffen? Ach, du irrst dich. Peschek ist der Müller der Rataier Mühle. Hast recht. Hab was durcheinander gebracht. Lorenz, sagst du? Ja, der Zaunkönig. Ah, dann habe ich richtig verstanden. Sag ihm, ich komme auf jeden Fall vorbei. Zahnkönig. Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Ich habe etwas anderes gehört. Sie beschweren sich also, wie? Ich gebe ihnen zu fressen und sie liegen auf der faulen Haut. Ist es nicht der Müller, der ihnen zu essen gibt? Der schafft das doch alles nicht mehr. Wenn ich nicht wäre, wird die Mühle nicht mal mehr stehen. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Ach, das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Ja. Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Und wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag ihnen das.
Gott behüte dich. Dann versuchen wir es so, vielleicht. Geht das ja auch, ne? Ja. Da braucht man nicht niederschlagen. Na, du Lump! Du Lump! Ja, du Lump! Ich hab das geregelt. Er lässt euch in Ruhe, solange ihr eure Arbeit macht und danach verschwindet. Und wann werden wir ihn verdreschen? Es wird keine Schlägerei geben. Tja, dann kannst du dir das in den Arsch schieben. Immer hältst du zu Matthäus. Er dankt es dir bestimmt, aber ich... Ach, verpiss dich einfach. Mach's gut. Hey. Ist er mad. Du dumme Sau! Grüß dich, Heinrich. Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl, der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Gibt uns Groschen, brauchst du was selber. Ja. Ein bisschen dumm sind schon. Ja, vor allem der andere ist so aggressiv. Ja. So. Konrad Kaiser, sollen wir suchen? Hoffentlich geht's jetzt noch was. Na komm, reise schneller. Hoppi, 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 hopp. Hoppi, hopp, geht schneller. Ja! Auf dem Hopp geht's schneller. Wer war das? Das war hier schon. Ja! Na, der. War das denn nicht so schnell suchen? Oh, Meister, komm mal. Der Kavel? Ja! Der Rudi? Ich dachte, wir haben ihn schon gefunden, den wir suchen, das wäre wahr gewesen, ne? Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Talmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Schreckliche Zeiten sind es. Glücklicherweise habe ich gerade kaum zu tun. Also packe ich und begebe mich nach Talmberg. Hab Dank, Pater. Möge Gott es dir tausendfach vergelten. Lebe wohl. Aber eigentlich wollte ich noch was fragen. Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Und was willst du von dem alten Hasen? Ah, vergiss es. Was kümmert's mich? Er ist im großen Haus bei den Klostergärten. Oh. Auf bald. Das ist aber schnell gegangen. Das ging aber flott. Frage da. Nein. Komm schon. Tritt ein. Bei Joshuas Posaunen hast du mich erschreckt. Er hat gesagt, tritt ein. Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Galitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer? Tobias Pfeiffer?
Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen es zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Triborgs betraut, aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Dieser Herr hat die Nase aber auch schon in den Wolken. Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Wurdest du dort eingesperrt? Mich verlassen. Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen.